So, Leute, sind wir beim nächsten Opening und ich habe ein Bundle Dominaria United. Wunderschön. Kam ein Kunde rein, hat gesagt, hier, Blackie, nimm mal so ein Bundle, nimm das mit nach Hause, mach das mal auf und schick mir das mal zu. Hier ist meine Adresse, hier ist das Geld. Fand ich mega. Also, wenn ihr auch Bock habt, dass ich was für euch öffne, dann sagt mir mal Bescheid. Wir finden einen Weg. Gut, genau, Dominaria Bundle heißt, wir haben dieses wunderschöne Papier-Packaging, was immer noch ein bisschen viel Papier ist, aber okay. Und ja, hier haben wir einen Zettel mit den ganzen Planeswalkern von Dominaria und die Katze. Dann haben wir eine echt schöne Box. Oh mein Gott, hier mit der Lilly drauf, das ist echt hübsch. Das ist wirklich hübsch. Da hätten sie auch Schlimmeres draufdrucken können. Zum Beispiel die beiden hier. Ja, dann wieder diese Marker, die ich nicht benutze und nicht verstehe. Mir wurde aber neulich gesagt, wofür man die nutzen kann. Dementsprechend, meh, okay. Dann haben wir einen übergroßen Würfel. Ich finde das cool, dass sie hier jetzt mittlerweile immer diese gigantischen Würfel reintun. Weil die sind als Lebenspunktezähler wirklich, wirklich, wirklich cool. Im Vergleich zu den kleinen. Und dann haben wir hier Herd Migration. 7 Mana Sorcery. Wir kriegen eine 3-3 Bestie für jedes Basic Land mit Domäne halt. Oder wir können es für 2 Mana cyclen, Basic Land auf die Hand nehmen und danach 3 Leben kriegen. Und voll. Feuerländer, wo man nicht sagen kann, wo die Feuerländer anfangen. Ich bin ziemlich begeistert. Wo wird das Ding denn hergestellt? Made in Belgium und fabricated in China. Okay, Wizards. Okay, dann haben wir diese coole Box. Du tun wir mal hier beiseite. Diese Boxen sind immer nice. Dann 2 How to Play Magic. Ich hoffe, ihr wisst alle, wie Magic spielt. Und dann gucken wir uns die 8 Z-Booster an. 8 Z-Booster an einem Tag. Krass. Krass, krass, krass. Ich wünsche mir Lily, ich wünsche mir Squee, ich wünsche mir She Aldred, ich wünsche mir Karten von der Liste und ich wünsche mir Minigames. Das ist eine sehr coole Karte. Wie immer bei den Openings, auch wenn es Set-Booster sind, wenn ich mehrere Booster durchgehe, ähnlich wie im Pre-Release-Kit, gehe ich relativ zügig durch die Kamps und Ankamps durch. Es sei denn, ich sehe halt was ich euch unbedingt zeigen möchte und gehe dann mehr auf die Rares und Mythics ein und die Foils und so. Wenn ich aber sowas hier sehe, wie zum Beispiel, hey, das ist ein cooles Artwork, dann nice, hier ist der Tolarian Terror. Der ist richtig, richtig gut. Kann man halt richtig cool spielen. Dann haben wir Third Path, der ist sogar was wert. Relic of Legend. Das war auch ganz am Anfang was wert, als das Set rauskam. Dann haben wir ein Elas Ilkor Sadistic Pilgrim. Auch der ist nicht gerade günstig gewesen. Dann haben wir Academy Loremaster. Den sollte ich vorlesen. 2 Mana, 2-3. Zu Beginn des Draw Steps, wenn ein Spieler kann der Spieler eine zusätzliche Karte ziehen. Wenn er das tut, kostet jeder Spell 2 Mana mehr, den er die Zone casten möchte. Okay. Interesting. Und smash du das. 2 Mana zerstören Artefakt, eine Kreatur mit Defender oder alle Kreaturen kriegen einen Schaden, jeder kontrolliert. Ähnlich gut wie, jetzt fällt mir nicht ein, Abrade. Aber nicht ganz so gut wie Abrade. Dementsprechend, ja, eher nicht so mein Fall. Wir haben einen Cat Warrior, 2-2 Forestwalk. Wer macht den denn? Dann haben wir irgendwas mit Drachen. Ein echt schönen Swamp. Ich mag die Karten, die Länder sehr. Minotauren. Dann haben wir so ein bisschen mit Schwarz. Naeli. Nayal. Und Steen Paranoid Partisan. 2 Mana, 2-2. Wenn ihr ein Spiel bekommt, suchen wir uns einen Kartentyp aus, außer alle Kreaturen oder Länder. Spells mit diesem Kartentyp kosten 1 Mana weniger zum Casten. Für 3 Mana können wir den exilen und den unter unsere Kontrolle in den nächsten Endsteps ins Spiel bringen. Nett. Und ein Fires of Victory. Ja. Also, der Nachteil von Dominaria Unite ist ja eindeutig, dass wir keine, also von den Z-Boostern, dass wir kein Tabernakel ziehen können. Aber ich mag Z-Booster immens. Und hier haben wir eine Karte von der Liste. Es ist immer noch schade, dass es so hart gespoilert wird. Und Vollsumpf. Vollsumpf wie Sumpf. Grim Protector. Joint Forces, sehr cool. Es sind so viele Legendary Multicolor Karten hier drin. Das ist echt, echt krass. Wrath. Der ist richtig cool. Atari Resurrected ist 4 Mana 3-2 Flash und wenn er ins Spielfeld kommt, suchen wir uns eins aus. Wir kontern eine Spell oder eine aktivierte Fähigkeit oder eine Triggered Ability und der Beherrscher zieht eine Karte. Oder wir zerstören eine andere Kreatur oder Planeswalker und der Beherrscher zieht eine Karte. Die ist richtig mächtig und ich überlege die ganze Zeit, wie ich die in Legacy in Flicker Decks reinbekomme.
Und ich glaube, die zum Beispiel auch mit dem Eldrazi-Displays oder ähnliches, das ist schon der Hammer. Wir haben zwei Rares. Die File of Dreams, 5 Mana 4-3 fliegend. Zusätzliche Kosten, um für einen blauen permanenten Spell zu casten, können wir 2 Leben bezahlen. Dann kostet er ein blaues weniger. Können wir aber nur einmal machen. Und immer wenn wir ein blaues permanenten Spell spielen, ziehen wir eine Karte. Nett. Captain's Call, King Dalarian. Und wir haben einen Tiferi's Veil. Ich weiß nicht, was das ist. 2 Mana Enchantment. Immer wenn eine Kreatur angreift, faced sie am Ende des Combats aus. Okay. Okay, danke, Teferi. Wow. Whenever, vor allem ist es whenever a creature you control. Es ist, also es ist bad. Da haben wir eine Braids. Die kleine Braids. Ansonsten nehmen wir grün, Länder. Den Landcycle finde ich auch ganz nett. Und ich finde es ganz gut, dass wir hier nicht so viel davon drin ziehen. Shielded Restoration. Shielded's Restoration. Okay. Runa. Runa. Okay, wir haben zweimal dieselbe Karte. Einmal in normal und einmal in Stankless. Das Stankless ist so viel hübscher, oder? Ich finde das so viel hübscher. Dann haben wir ein Temporal Firestorm. 5 Mana. Wir fügen 5 Schaden an jeder Kreatur und jedem Planeswalker zu. Wir können X-Kreaturen oder Planeswalker phasen. Wobei phasen die ganze lang Karten, die gekickt wurde. Das heißt, für ein weißes und ein rotes und oder für ein weißes und ein farbloses und ein blaues und farbloses und oder können wir phasen. Librarian und ein Monk. 1-1 Pros. Das sind aber nicht die Monks vom Monastery Mentor, oder? Die sind anders. So. Wieder keine Karte von der Liste. Wieder kein Minigame. Aber ein 1-1 Goblin. Und eine Eule. Und eine hübsche Plate. Die sind schon hübsch. Die sind wirklich, wirklich hübsch. Die ist sehr, sehr gut. Einfach als Removals, die ganz nett. Und, oh mein Gott, ein König, ein Goblin. Goblin. Ich mag Goblins. Haben wir die hier vorne nicht schon gehabt? Okay. Und wir haben einen, Evolved Sleeper. 1 Mana 1-1 für ein schwarzes wird er zum 2-2 Human Cleric, weil er nur Human ist. Für 2 Mana wird er zum Cleric mit Death Touch, Counter und Phyrexiane und er wird 3-3. Und für 3 Mana könnte er eine +1/+1 Marke und wir ziehen eine Karte, werfen eine Karte ab. Richtig mächtige Karte, wird aktuell viel zu wenig gespielt. Snare Spider und every Friday a Goblin. Ja, ansonsten, Dominaria United ist jetzt gefühlt fast schon rum. Die Commander Decks habe ich jetzt nicht vor aufzumachen. Es sei denn, irgendjemand läuft in den Laden und sagt, Blackie, hier sind die Decks, nehmen sie auf. Aber ansonsten habe ich nicht vor, die aufzumachen. Und dann sind wir fast schon durch. Da können wir schon uns wieder auf Brothers War konzentrieren. Oder? Oder? Seid ihr auch so? Der Meinung. Gut. Dann haben wir unsere Jaya unterschrieben. Die sind sogar häufiger jetzt mit Unterschrift, als sie das früher waren. Heute ist das gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Cutdown, gute Karte. Als Removal, ganz nett. Guardian of New Benalia, 2 Mana, 2-2 mit Enlist. Immer wenn die enlistet, eine Kreatur enlistet, kriegt sie plus Scry 2. Und wir können die discarden und sie Unzerstörbarkeit geben lassen. Ja, nett. Sag ich mal. Aber jetzt auch nicht der krasseste Spell. Der ist wiederum ziemlich cool, weil er ein Counterspell ist, der nur 2 Mana kosten kann. Ja, soweit habe ich jetzt keine Heavy-Hitter gesehen, die das Bundle irgendwie bezahlen müssen. Ich mag Bundle eigentlich, weil so ein Hitter, eine Liliana, ein Shieldred oder so, hat das Bundle bezahlt. Und deswegen mag ich halt Bundle so, weil es ist ein, nicht schlecht, weil es ein kleines Investment ist. Der wird auch aus irgendeinem Grund gespielt. Nee, nicht ja der, sondern der andere. Und wir haben King Darien, der, könnt ihr mir sagen, was das ist? 3 Mana 2-3, andere Kreaturen kriegen +1/+1. Wir können für 5 Mana eine +1/+1 Marke auf den legen und einen Soldier machen. Wir können ihn opfern, um Tokens, Hexproof und Zerstörbarkeit zu geben. Okay, Finewall und Nothing. Und das hübsche Insekt. Ja, ich hätte gerne noch einen Hit. Ein Hit. Ein Hit wäre super. Haben wir denn eine Karte aus der Liste? Und hier nochmal eine Jaya, einmal ganz kurz, weil ich neulich gefragt wurde, was das denn mit diesen Unterschriften auf sich hat. Ich suche mal gerade die Jaya mit der Unterschrift. Wenn ich sie denn irgendwann finde, hier habe ich sie gefunden. So, der Unterschied ist, diese Karte hat eine goldene Unterschrift, die hier nicht. Und ja, früher war das so, dass die ein bisschen seltener waren und Leute, die die Karten gesammelt haben, haben meistens die dann mit den Unterschriften gesammelt, einfach nur um die Unterschrift von einem Originalkünstler zu haben. Man hat hier auch eine Proof, wie die Schrift vom Originalkünstler aussehen muss. Ja, ganz nett, einfach nur als Sammelobjekt, aber
Die ist auch richtig cool, hier vom Artwork. Phyrexian Missionary. Richtig cool. Aber sie macht halt gerade keinen coolen Effekt. Iron finde ich wiederum richtig cool. Da würde ich mal ein Commander-Deck mitbauen. Vielleicht, wahrscheinlich eher nicht. Ingris Tablet wurde mir gesagt, vielleicht ist sie sogar playable in anderen Formaten. Weil man guckt sich aus 5 Karten an und nimmt eine Landkarte davon durch die Hand. Das ist nicht schlecht. Turan, wir haben auch keine Doppel-Rares bisher gehabt, oder? Historian Boon. 4 Mana, wenn der oder ein anderer Non-Token-Creature ins Spiel kommt, kriegen wir einen 1/1 Soldier-Token. Okay. Immer wenn das finale Chapter einer Ability einer Saga resolved, kriegen wir 4/4 Engel-Token mit fliegender Wachsamkeit. Okay. Wir haben eine Doppel-Rare. Geil. Jaya, Fiery Negotiator. Negotiator. 4 Mana, 4 Marken, plus 1. Wir kriegen einen roten Monk. Den haben wir sogar mit Pros. Minus 1, wir exilen die Top 2 Karten des Decks. Wir suchen uns eine auf und können die casten. Minus 2, wir suchen uns eine Kreatur, die Gegner kontrolliert. Und immer wenn wir diese Runde angreifen, fügt diese Karte der angreifenden dieser Karte so viel Schaden zu. Also dieser Kreatur, wie wir angreifende Kreaturen haben. Und mir sagt, wir kriegen ein Emblem immer, wenn wir einen Spell casten, in Rot oder Instant oder Sorcery, kopieren wir diesen Spell. Das ist ganz nett. Haben wir eine Legendary Foil. Und was bist du denn? Ajani's Last Stand, 4 Mana Enchantment. Immer wenn eine Kreatur oder Planeswalker, die wir kontrollieren, stirben, können wir ein Ajani Ding opfern, um 4/4 Avatar fliegen zu machen. Immer wenn eine Spell oder Ability diese Karte abwerfen, lassen. Und wir haben eine Insel. Jetzt habe ich es gerallt. Kriegen wir einen 4/4 Avatar-Token. Ja, soviel zu dem Bundle. Ich glaube, bezahlt hat sie es nicht mit seinen knapp 30, zwischen 30 und 40 Euro. Aber ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, könnt ihr mir mein Offer ja ein bisschen schmackhaft machen, indem ihr das Video liked und die Leute, die noch nicht haben, auch abonnieren. Ich öffne hier regelmäßig so ein Stuff und habe auch andere Sachen auf dem Channel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Na, Blackseed. Ciao, ciao.